Jetzt bin ich hier alleine und ich weiß nicht, wie ich eure Frage beantworte. Soll ich denn wieder da? Dann ist wieder da. Haust du ab, oder was? Komm, ist doch egal, Mann. Alle Rapper kiffen vor der Kamera. Also du bist auch so eine halbwegs. Ey, Daniel, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich will mal die Zuschauer wirklich mal was schenken. Bitte. Ja? Den Text kennst du auswendig aus Benny's Mein Bitch. Mach das an und sing mal das vor. Du kennst das, den Text. Du hast zwar nicht die geilste Stimme, aber du Danke. Hast es. Egal, komm, machen wir so. Was, das Lied? Das Lied. Okay, zur Information. Daniel wird das Benny's Mein Bitch jetzt ein bisschen vorsingen, weil er kennt den Text auswendig aus dem Kopf. Ich leider nicht. So. Nee, ich kenne es auch nicht auswendig. Okay, dann kennst du nicht auswendig, aber er macht das jetzt für euch. Seid gespannt und haltet eure Kommentare erstmal. Ich kann nicht rappen, Alter. Rappen nicht. Das ist so zwischen Pop und Rap und alles drum und dran. Mischmasch. Mach ein bisschen lauter und jetzt los geht's. Ja, warte, ich mach ein bisschen lauter. Also ich konnte locker Produzent werden, oder? Das ist sehr geil. Ja, warte mal. Renne blind durch die Straßen, denn ich kenne mein Revier. Gestern da, morgen dort und heute wieder hier. Es gibt keine Zeit, nur den Augenblick. Und im Club um die Ecke gibt's den nächsten Kick. Ich stehe auf keiner Liste, ich bin VIP. Ich saufe 7 Scheine, doch ich zahle nie. Die Nacht in dieser Stadt wird immer meine sein. Ich kenne hier im Kiez jeden Pflasterstein. Ich scheiß auf eure Sorgen, das ist meine Stadt. Diese Lügen hab ich schon eine ganze Weile satt. War immer schon hier und ich gehe nie. Lebt nur die High Society. Berlin ist meine Bitch, was hier los? Warte mal. Warte mal, nochmal. Ich hab den Rechner ab. Deswegen bin ich Rechner. Ja, komm. Ah. Berlin ist meine Bitch. Ganz schön dreckig, aber hübsch. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Die trying to get rich. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Ich grüße alle Penner, jeden Junkie auch. Und ich weiß schon im Vorfeld, was hier jeder braucht. Die Bosse kennen mich, der Respekt ist da. Von mir gibt's kein Gelaber, Hashtag bla heißt bla. Ein Mann, ein Wort, mein Weg, mein Ruf. Eint mir worauf ist wie ein Fluch. Der Gesellschaft mache ich sicher niemals recht. In ihren Augen bleibe ich für immer schlecht. Ich scheiß auf eure Stories, das ist meine Stadt. Diese Lügen hab ich schon eine ganze Weile satt. War immer schon hier und ich gehe nie. Lebt nur die High Society. Berlin ist meine Bitch. Ganz schön dreckig, aber hübsch. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist seine Bitch. Berlin ist seine Bitch. Ganz schön dreckig, aber hübsch. Berlin ist seine Bitch. Berlin ist seine Bitch. Die Stadt, die nicht schläft. Berlin. Wo du bist, wie du's liebst, Berlin. Wo du bist, wie du willst, Berlin. Mann, was lieb ich dich sein, Berlin. Heißen sind manchmal asozial. Heißer Shit königlich, royal. Du bist pleite und wärst so gern rich. Ja, du bist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Ganz schön dreckig, aber hübsch. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Ja, Berlin ist meine Bitch. Die trying to get rich. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Ah! Und so weiter. So. Ja. Das waren die Kommentare. Wie hat es euch gefallen? Warte mal erstmal. Seid mal bitte ehrlich. Ist es wirklich eine Ohrwurm? Ja oder nein? Geil, Alter. Warte mal. Dann lassen wir mal einen Tokat gehen. Was ist ein Tokat, Alter? Ich weiß nicht, was das ist. Wann kommt die Tanzmucke raus, Alter? Die Tonlage Hit, Bruder. Alter, warum scheißt der so ein? Wo kann man downloaden? Warte mal, ich muss mal gucken, wann haben wir denn angefangen? Daniel ist meine Bitch. Haha, geil. Kranker Beat, Text ist Fico. Der feiert sein Ding selbst. Bitte auf jeden Fall ehrliche Meinung, bitte. Wenn auch. Radio Hit, Hit, der Kopf nickt, übersagt. Daniel weiß, was Sache ist. Hit, Mashallah, Bombe.
verdammte Axt, kranker Beat, Ahmad geht voll ab, haha, Walla Sommerheld, Artikelchen, haha, Stimme wie ein Delikat, Daniel ist meine Bitch, Hammer, peinlich, aha, Junge, ich schmeiß mich aus Fenster, ich schmeiß euch die Bügel raus, ich finde das gut, was sagst du zu Vater, haben wir schon, haha, haha, Miri Patron will sich an Daniel seinen Fame hochziehen, ich hab überhaupt gar keinen Fame. So, wo kann man downloaden, Alter, warum scheißt der so einen Hit, Bruder, die Tonlage eines Teenagers, ja, ich bin ein Teenager, Mann, Alter, ja. Ich bin 23 oder so, ja. Oder wie alt? So nimmt das ist mein Alter, 25. Wer denkt, der kommt groß raus und 58%, ja genau, Tränen im Auge, ja, Alter, der Beat, wann kommt Album, der Typ will hoch wie ein Arafat, Fruity Loops Vater, okay, ja, Mann. Genau. Und dann lassen wir noch eine Ahmed einen Pokal gehen, trinkt die mal oben, also ich lese mal noch schnell weiter, sind die zwei zusammen? Nee, sind wir nicht, krasser Schlagersound, hahaha, Auge. Das ist kein Schlager, hier Opferkinder. Patron ist der neue T-Pain, Ahmed bleibt dran, Daniel, so gottverdammter Ehrenmann, danke. Daniel, streich einmal durch Patrons Bart. Die Leute denken, das du wirst gezwungen. Ja, also, das hier geht gerade noch klar, ja. Hier seine Muskeln, aber. Ey, wer sagt, dass ich für Arafat bin, ist ein Hurensohn. Ja, ich bin ich und Arafat ist Arafat. Ganz einfach. Hoffe, dass ihr was macht. Ja, ey, also ohne Witz, kommt auch ein Box zum Lied raus. So geil. Wer fickt mich? Mike, achso, Mike Menzel, okay. So, als Berliner fühlt man es liegen. Ja, ey, ohne Spaß. Also, wir haben es ja vorhin schon erläutert. Jetzt sind vielleicht wieder andere Leute dabei oder auch nicht. Das ist nicht gut, aber das ist einfach ein Song, der auf der Festplatte rumliegt. Einer von vielen. Und der Song, als ich den geschrieben habe, habe ich an dich gedacht. Ja, danke. Ja, und deswegen, dadurch ist der Song entstanden. Weil es zu mir passt, ganz einfach. Und genau, und deswegen machen wir das einfach auch. Ja. Und wenn der Rapper, ich bin kein Rapper, also ja. Will ich auch überhaupt nicht. Das macht auf jeden Fall SVD, wird das Lied, glaube ich, der ist für mich wirklich, der kann es geil, der hat es drauf, der hat es krass drauf, krass einfach. Ja. Ich spüre jemanden, wenn er gut ist, krass gut ist oder normal gut ist oder mittel oder Schrott auf. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Nee, der ist halt, hat auch eine geile Stimme. Ich habe das vorhin gehört. Der hat wirklich eine interessante Stimme. Und der ist auf jeden Fall auch sehr real. Und du bist auch real. Und deswegen. Ich war immer real. Zusammen. Seit ich Kind bin ich real. Ich habe nur ein bisschen den Staat ein bisschen verarscht, dass ich woanders komme. Aber die wahre Identität ist Syrien. Ey, vielen Dank. Also wir sind zusammen sympathisch. Jetzt noch die Frage, ob du ins Dschungelcamp ziehst nächstes Jahr? Nein. So, ich hab doch gesagt, ich bin kein Fame-Guy. Übernächstes Jahr? Auch nicht. Niemals. Denkst du, ich gehe ins Dschungelcamp? Lecke da Eier und esse Eier. Pfeh. Also Gina Lisa hat auf jeden Fall Eier ohne Ende gegessen. Geleckt und geleckt und meleckt. Du sollst Jagd auf Roos machen. Wer ist Roos? Von der immer die Interviews macht mit den Rappern. Ach so, nein. Roos ist ein ganz lieber Typ. Den habe ich auch mal manchmal so mit ihm mal geredet, gesprochen. Ich kenne ihn gar nicht, ich kenne ihn nur von YouTube, aber der macht einen sehr sympathischen Typ. Ja, Roos ist ein korrekter Typ. Der macht schon seine Arbeit sehr gut. Respekt an ihn. Viele Grüße an Roos. Ja, Patron ist nicht Fame-Guy, da bin ich mir sicher, 100%. Ich bin wirklich nicht Fame-Guy, ohne Scheiß, ich schwör's dir auch nicht. Ey, was habe ich davon? Verdiene ich jetzt Geld, wenn ich jetzt in Live gehe? So eine reine Unterhaltung. Ey, warte, ich kann das machen hier. Guck mal. Oh, ist schon. Ja, wahrscheinlich würdest du sogar. Na, man kann das mit Werbeanzeigen monetarisieren. So. Was denn? Cut, seid ihr noch. So, wir wollen nur euch unterhalten. Reine Talk-Real-Show hier nur bei Patron TV. Ja, weißt du, was jetzt auch geil ist, dass wir ein paar auch Rapper hier einladen, mit denen ein bisschen Talk-Show machen, ein bisschen über den Zukunft. Ja, das wäre geil. Da würde ich mich freuen, sogar tatsächlich, da hätte ich Bock drauf, wenn Leute herkommen würden. Ich hatte das schon mal geplant, ich hatte mal einen Channel, der heißt Musik aus Berlin, könnt ihr mal eingeben. Ja. Da hatte ich das mal geplant. Dass halt irgendwelche Musiker herkommen, Sänger herkommen, Rapper herkommen. Ja, wir machen, siehst du. Können wir jetzt machen, mit dir machen wir das. Ja, da, du kennst Problem. Gute Leute, du kennst gute Leute. Ich kenne sehr gute Leute, viele Leute, viele bekannte Leute. Mal nehme ich die hier hin auf den Couch. Man redet, was er so macht, was für Musikarten, wie gut, ist er erfolgreich, ist er Schrotthaufen, ist er ein Eikopf, ist er eine. Ja, das werden wir sehen, auf jeden Fall. Ja. Was hältst du von Manuel Schaar? Manuel Schaar. Naja, also ich kenne ihn persönlich krass nicht, aber wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute auf dem Wege. Er ist genauso wie uns, er ist auch von der Straße, er hat sich hochgeboxt,
Ob er jetzt besser als Klitschko ist, weiß ich nicht, bin ehrlich gesagt. Meine Meinung, bin ehrlich, Klitschko war auf jeden Fall viel besser. Aber man kämpft sich durch, man hat doch mal eine zweite Chance, um wieder auf den Start zu kommen. Uff. Ich habe auch mal 2 Jahre geboxt, war geil. Das hat, was bei mir krass daran war? Bei mir war, ich habe ja Taekwondo 7-8 Jahre gemacht. Und ich habe Taekwondo gehasst über alles. Ich sage dir warum. Taekwondo war für mich, Daniel, so. Das war kein Körperkontakt. Wir mussten so Tai Chi machen und Vorführungen, Holz kaputt machen. Drum, ich war gut talentiert, aber das habe ich gehasst. Das hab, obwohl ich, oder beziehungsweise mein Bruder hat da für mich 70 D-Mark bezahlt. Ja? Das war teuer. Und Boxen war ja damals in meinen Zeiten 10 Euro im Monat. Und ich habe Boxen über alles geliebt. Ja? Habe das 2 Jahre gemacht, war geil. Ja, was habe ich in meinem Leben gemacht? Ich habe 1 Jahr Tai Chi gemacht. Nein, wer heißt es doch mal, Mann, Alter? Tai Chi gibt's schon. Nein, nicht Tai Chi. Wing Chun. Wing Chun habe ich gemacht. Und Wing Chun ist wirklich, ich kann es jetzt empfehlen für die Jugendlichen, die jetzt mit der Zeit jetzt langsam wachsen. Mit 13, 12, mit 11, mit 10. Ist ein geiler Sport, glaubt mir. Wenn ihr irgendwo steht und euch wehrt, ja, das ist eine gute Abwehr. Es ist ein geiler Sport, wirklich. Das habe ich 1 Jahr gemacht. Das hat mir auch krass Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Mein Lieber. Nicht Harakat machen und nicht Aflam machen. Seid ernst an euer Sport. Sport ist gut. Ja, die, Also El Mero Mero fragt, ich soll dich fragen, ob du auch ziehst, will er nicht. Wir sollen Armdrücken machen wir nicht. Und du warst früher Regionalmeister im Wing Chun, stimmt das? Nein, war ich nicht. Ich habe das nur so 1 Jahr gemacht, das ist ein Spiel. Es hat mir gefallen, aber da ich halt Taekwondo gemacht habe, 7-8 Jahre, dann hatte ich natürlich das drauf, es automatisch liegt im Blut. Ja. Und wer hat noch gefragt, warte mal, was ich. Habe ich schon wieder nicht vergessen hier. Komm, geht los. Patron, ich bin Sozialarbeiter. No homo. Ja. Hashtag Real Talk. Findest du, dass du ein gutes Vorbild bist? Jetzt würden sich krass wundern und sagen, Ahmed hat diesen Arbeit gemacht? Niemals. Doch, habe ich gemacht. Und zwar, ich war so auf einer schiefen Bahn, war krass. Ich bin auch nicht als reicher Mann auf der Welt nicht geboren. Mir hat er auch schlechte Zeiten gehabt. No homo. Und ja, ich habe Scheiße gemacht, drum und dran habe ich gesagt, okay, das war ein Deutscher, Daniel, der konnte sehr perfekt Arabisch sprechen. Er sagt zu mir, Ahmed, ich habe einen Plan mit dir. Ich sage, was denn? Er sagt, du kannst ja mit Kindern sehr gut kommunizieren. Ja, ich habe 2 Kinder, also zur Information, und liebe meine Kinder über alles, liebe meine Familie über alles. Okay, ich habe seinen Namen vergessen, war ein Deutscher, der konnte perfekt Arabisch. Das war für mich krass, ohne Scheiß. Er konnte perfekt akzentfrei Arabisch sprechen. Ja? Dann sagt er zu mir, Ahmed, wir haben eine Idee, wir gehen jetzt durch Kindergarten und bieten unsere Sport an. Und dann war ich als Erzieher da. Ich habe mit Kindern Sport gemacht. Mein Leben war geil. Ja? Und bin um 10 aufgestanden, mit Kaffee drum und dran, bin zum Kindergarten gegangen, haben mit den Kindern Sport gemacht. Es hat mir krass Spaß gemacht. No homo. Daraufhin, das ging, glaube ich, 1 Jahr, nee, 7 Monate ging es gut. Dann hat der Ausländerbehörde angerufen bei mein Arbeitgeber und sagt, Ahmed darf nicht arbeiten, hat keine Arbeitserlaubnis. Dafür haben die mich richtig gefickt und dann ging es wieder auf der Straße los. So. Also. Ich bin ein guter Vorbild, glaube ich, wenn es sein muss. Apropos Straße, wo gibt es das beste Koks in Berlin und was hältst du von Flair? Flair, keine Ahnung. Ich habe keine Verbindung zu ihm und ich kann über nichts sagen. Also ich höre auch fast keine Musik von ihm. Der war einmal im Studio im Nau. Ja. Zu einem Videodreh und zu einer Aufnahme und da hat er sein Pulli vergessen. Ja. Und dann bin ich runtergegangen und habe ihm den gegeben, also wollte ihm den geben und er meinte so, kannst du behalten, so als wenn ich seinen Pulli behalten wollte. Ja. Flair hat den Pulli für Daniel geschenkt. Hat er mir da gelassen. War es aus Gold? War eine nette Geste. Trotzdem Flair, wunderbar, guter Akt. No homo. War ein netter Typ und war eine gute Sache. Ja, aber ich habe keine Verbindung zu ihm, ich höre keine seine Musik, gar nichts. Ich weiß nicht warum.
Ich muss auch nicht jeden Rapper auch seine Musik hören, ehrlich gesagt. Ich so. Kann mich auch informieren, wie er drauf ist, rum und dran. Und jetzt, wo gibt's das beste Koks? Das beste Koks ist in Berlin. Ja. Nee, ja, in Berlin. Das ist die Frage, ist ja, beantwortet. Wo gibt es das beste Koks? In Berlin war dann schon die Antwort wahrscheinlich. Weiß oder? Ich nicht. Das kriegt dann Privatnachrichten, schicke ich euch, welche Nummer ihr hier hingeht. Spaß. So. Ich habe mit Drogen nichts am Hut, nur die Information. Ja. So. Jetzt hier, wieso Streit mit Suna? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die kam jetzt wirklich schon häufig. Warum musst du mir das beantworten, ehrlich gesagt? Du weißt genau, das ist diese Thematik gibt mir erstmal nicht an. Suna ist die Sache erstmal auf Eis. Ja, erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Mal gucken, was es halt gibt. Ja. Hast du Kontakt zu Krata? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Mhm. Was hörst du für Mucke? Kennst du MC Bogi? No homo. Nee, kenne ich nicht. Ich höre eigentlich, normalerweise höre ich wirklich keinen deutschen Hip-Hop. Höre ich einfach nicht. Ich höre lieber Arabisch, Najwa Khan, George Wassouf. Ja, und so weiter und so fort. Arabisch PA, ist auch okay. PA Sport. Ja, PA Sport ist auch ein guter Rapper, den kenne ich, habe ich glaube ich 4-5 Mal gesehen, kennengelernt, mit dem geredet, Quatsch. Er ist auf jeden Fall, hat Sympathie. Ich mag den Typ, er ist auch stabil. Er ist auch seinen Texten sehr treu. Er macht seine Musik geradeaus. Komm, warum sind wir noch so lange wach? Also ich bin immer so lange wach, ich mache halt nachts Musik. Ja, der ist immer wach. Der ist immer Stabilität, wach hoch 10. Ja, ich bin immer aktiv und mache halt viel Mucke. Ja, guck jetzt das an in dem Karaoke Universe Channel, wie gesagt. Ich lade da immer Sachen hoch. Okay. Ohne Witz. Das wäre wirklich auch mal eine Sache. Hier geht so viel ab, kommentarmäßig, Mann. Ja. Ich will wissen, was ich für Songs machen soll. Ich mache Playbacks nach, einfach von aktuellen Songs. Wenn ihr irgendwelche Songs geil findet, die ihr gerne singen wollt, okay, schreibt es da rein. Dann machen wir so. Ja. Nutzt die Information, Daniel hat eine Seite, also Daniel Geister hat eine Seite. Da sind wirklich Karaoke-Lieder. Ja? Das hat er aber er selber alles gemacht. Kannst du mal was dazu sagen, bitte Daniel, bitte. Also ich mache das halt so wie jeder andere Musikproduzent auch. Ich spiele halt die Sachen ein, ich spiele halt die Gitarren ein, spiele den Bass ein, Klavier ein, programmiere halt Schlagzeug und so und stelle die Beats dann halt online und mache halt aus dem Karaoke wieder dazu mit dem Text, dass man halt den Text selber dazu machen kann und stelle die Sachen halt einfach online. Karaoke Universe, also ich habe das hier schon gepostet, ich kann es auch nochmal unterschreiben oder kann es verlinken. Kann man da draufklicken. Weil da ist halt noch sehr wenig Traffic. Ich habe das erst vor 5 Wochen oder was gegründet, die Seite. Ja. Es geht schon so, also ich habe da schon ein paar tausend Views und so, aber die Leute, die müssen halt da mehr unterschreiben, was für Songs sie haben wollen und sowas. Ich habe da Bock drauf. Und wenn ihr echt Bock habt, irgendwie Songs zu singen oder sowas oder irgendwelche Instrumente zu hören, wie sowas gemacht wird oder sowas, ich mache das auch. Wir können das auch mal live machen. Ja. Dann können wir hier Sachen nachproduzieren oder sowas, auch mit irgendwelchen Rappern zusammen. Der macht alles nach, was ihr wollt. 1:1 und noch besser. So. Ja, und Koks hält lange wach. Ja, also ich muss sagen, bei uns gibt es keinen Koks. Also zumindest gibt es bei mir keinen Koks. Bei dir gibt es, glaube ich, auch keinen Koks. Gibt es keinen Koks, nein. Es gibt nur Grünes. Und deswegen, ja. Komm, anderes Thema, was richtig ist. Genau. Ja, schreibt einfach gute Kommentare, wirklich. So was, wo man es wirklich auch darauf antworten kann. Oder? Ja. Naja, das Ding ist halt, hier so Sachen wie, bist du schon müde? Ja, du bist schon müde. Bisschen, ja. Wie spät haben wir denn eigentlich? Du hast es schon 20:40. Ob du Kontakt zu Apo Red hast noch? Wer ist das? Apo Red ist so ein YouTuber. Nee, kenne ich nicht. Apo Red kenn ich. Die haben sich bei McDonald's gesperrt, 24 Stunden. Die haben mich gesperrt? Nein, nicht dich. Der Apo Red hat sich mit Leon Marcher zusammen bei McDonald's für 24 Stunden eingesperrt. Ach aber so. Oder wollten die? Die haben sich 2 Stunden auf der Toilette versteckt. Ja. Und dann haben die da geputzt und so und die standen da wie die Kloppis auf der Toilette und als sie aus der Toilette raus sind, ist die Alarmanlage angegangen. Ist ja geil. Und den kenne ich nicht. Nee, was hältst du davon, von der Aktion? Ja, keine Ahnung. Und uninteressant. Komm, andere Kommentare bitte. Ja. Bitte. So, morgen kommt das erste Prank-Video von Patron. Ja, das ist halt so eine Sache. Was ist das? Prank. Prank, ja. Achso, Prank, Leute, verarschen. Prank-Video, ja. Also, ehrlich mal, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass das so lustig ist, aber ich muss sagen, ich habe auch, als du angefangen hast mit den Facebook-Videos, habe ich dann halt öfter mal reingeschaltet und teilweise habe ich mir ja auch später angeguckt, wenn ich dann keine Zeit hatte oder so, weil ich habe es mal nebenbei laufen lassen und es ist halt einfach sehr unterhaltsam. Ja, müsst ihr sehen.
Ha? Mich oder? Ja, natürlich. Ja, echt, ja. Ja, sehr krass, danke. Und die Leute, also so viele Kommentare, das ist wirklich unmöglich, das ist jetzt wirklich schwierig, jetzt schon, sag ich mal, wo nur 117 Zuschauer sind, ja, das alles zu beantworten. Du musst dir wirklich tagsüber dann auch mal Zeit nehmen. Aber wirklich wichtig ist, wenn wir sowas machen, dass wir mit Interaktionen arbeiten, dass sozusagen wirklich sinnvolle Kommentare darunter schreibt. Also was euch wirklich interessiert und dann bewertet es. Ja. Das heißt, wenn ihr eine gute Idee habt, zum Beispiel, ich finde die Idee, eigentlich Leute anzurufen, finde ich gar nicht so schlecht. Verstehst du? Du kannst ja zum Beispiel, du musst Leute verarschen, du kannst ja Leute... Nein, da will ich nicht, ich weiß nicht, wo du hinaus willst. Prank für mich ist einfach... Nein, nicht Prank, sondern dass du Leute anrufst, zum Beispiel, dass du Rapper anrufst oder Musiker anrufst oder sowas und mit denen quatscht, verstehst du? Dass du die sozusagen reinholst, wenn die jetzt nicht kommen können oder sowas, verstehst du? Ja, kann man auch. Solche Sachen oder sowas. Kann man aber auch wenn machen. Ihr halt eben Ideen habt, schreibt halt einfach in die Kommentare rein. Ja, gut, und auch. Bewertet das und die Sachen, die halt die meisten positiven Bewertungen haben oder was, machst du dann halt. Genau so. Das, weil dann hast du das, was die Leute in der Community wollen. Ja. Und wenn die Leute halt wollen, dass du über dein Leben erzählst, dann erzählst du über dein Leben. Wenn die Leute wollen, dass du Musik machst, machst du Musik. Wenn die Leute wollen, dass du, keine Ahnung. Also Musik bin ich auf jeden Fall sehr schlecht drauf. Ich, nur Daniel Geister kann meine Stimme von, naja, normal, kann er zu Superstar meine Stimme. Kannst du einen Depp machen? Depp, was ist Depp? Na, diese, die Hand hoch. So. Wie denn, Hand hoch? Warte, ich zeig dir. Siehst du, ich weiß auch nicht alles. Vorteile und Nachteile im Leben. Ich will es jetzt auch nicht falsch machen. Depp, hier. Depp. Ah, einfach nur so. Sozusagen. Ach so, so meinst du? Ja, so. Was ist das? Was ergibt sich das? Mann, hör auf, komm dann. Ist doch nichts, Bruder, erst. Mann, lass mal ein bisschen Action hier. Ja, halt die Fresse und friss was. Ja, ich esse gleich was. Okay, wer hat das geschrieben? Wer ist das? Riso Giso. Und du Hurensohn. Und Fero, halt's Maul, du nervst. Ja, wer nervt? Wir beide oder was? Nein, du nervst. Okay, aber hey, nichts gegen Daniel Geister. Ja, doch damit. Möglich, das ist mein Freund. Wann gibt es Make-up-Tutorials? Was ist das, Make-up? Naja, wie du zeigst, wie du dich morgens schminkst. Ey, bist du behindert oder so? Bist du irgendwie Lebensmittel? Du durchgefickter Hurensohn, Alter? Du kleiner Hundesohn, Bastard? Du kannst du bei deiner Mutter dich mal schminken lassen, du elender abgefuckt. Ist mir egal, ob das auch jetzt schlecht an den geht. So in den Kommentar kannst du deinen Arsch reinstecken, du elender Nottenkind, du. Bastard, du. So, die Frage zu Manuelsen. Ja, Manuelsen, was willst du zu Manuelsen sagen? Ich hab echt so einen Hals, weißt du, ich hab echt eine Krawatte. So eine Krawatte habe ich. Wegen so komischen Kommentare, Alter, ja. Kann ich bei seinem, ja, gib meine, ich rauch schon weiter. Ich krieg so eine Knie, weißt du. Alter Schwede. Alter, was ist egal? Soll ich jetzt auch noch auf dem Bein stehen oder was für euch, oder was? Alter Schwede. Das hat mit Arrogant nichts zu tun, ja? Nur die blöden Kommentare könnt ihr euch echt in den Arsch reinschieben. Mehr ist es doch nicht, Alter. Ich werde morgen Kreuznagger hängen. Was hast du? Der kleine Spasti hat das geschrieben. Der ist ein Hurensohn, wirklich. Du bist ein Hurensohn, mehr sag ich dir nicht. Nein. Du bist ein richtig originaler, nein, Mutter doch gar nicht. Abgefuckter, durchgefickter Bengel bist du. So, mehr sag ich nicht. So, Zitat Ende. Zu Thema Hangar. Ja. Also Prank habe ich mir so überlegt, wenn ich jemand verarsche, muss es richtig so geil sein. Mit SDK-Einsatz, Auto rausziehen, richtig auf der Fresse schlagen und irgendwie was vorwerfen, sagen, hast du das gemacht. Das ist geil. Das nennt man Prank. Nicht so ein Eier durchgefickten Prank. Oder sowas. Nein. Die Leute wenn ein Prank muss eine richtig geile Prank sein. Ja, die Leute fragen. Mit SDK-Einsatz schlagen, Buff auf die Fresse, jalla, Kopf im Einsatz, Handschellen, ein Auto, Buff, paar Schellverteilen, ein paar Bomben. Das ist Prank für mich, Alter, ja. Nicht so ein Eierprank, was sie da machen, die Eierköpfe. So. So, also, die fragen hier wieder nach deinem Track, wann der kommt. Und, ja, das dauert ein bisschen nach. Was sagst du, Daniel? Wenn man das so richtig macht, weil der Typ hat es drauf. Ich sehe das so, wenn der Rapper jetzt nächste Woche kommt, wenn der Zeit hat. Warum nächste Woche? Warum nicht ab morgen, übermorgen? Naja. Ist ja dann, ja stimmt, die Woche. Richtig? Ja, die Woche. Ist okay. Ja jetzt schon Montag. Die Woche, ja. Also, ich meinte ja,
die Woche jetzt. Ja, das ist ja jetzt schon Montag. Wir sind schon für mich war noch Sonntag. Es ist schon Montag früh. Ich gehe jetzt eigentlich nochmal schlafen, vielleicht, bevor ich jetzt aufstehe. Oder bleibst du jetzt wach bis Montag? Also, du kannst dich mal unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Nein, es ist jetzt ja im Prinzip von Sonntag zu Montag die Nacht sozusagen. Also für mich ist gefühlt noch Sonntag und ich meinte jetzt natürlich ab heute. Ach so, okay, nächste Woche. Also ab heute. Ab heute kann der gerne vorbei. Ich habe einen Termin nach, also beziehungsweise ich habe ein Treffen nachher mit Ihnen um 15 Uhr. Mit SVD, 16 Uhr. Treffe ich mich mit ihm. Wenn ich dir sage, er wird singen, dann wird er auch singen. Ja. Yeah. So, wie stehst du zu KMN musikalisch? Ja. Ey, ich fange mal so an, ja, musikalisch mäßig. Guck mal. Ich bin ehrlich auch, ja. Guck mal. Ein Mensch muss sich auch geben, wer er ist. Ganz einfach, ja. Meine Meinung. Die Beats, was da läuft, ist gut, ist geil, man kann drauf tanzen, ja. Ja, ich hatte eigentlich nicht viel, weil die sind nicht schön in meinen Augen, ja. Die können sich dann zeigen, die müssen, glaube ich, ein paar Anzeigen machen, die müssen ein paar Action machen, damit die, ja, ein bisschen real kommen. Die wollten Schwanz messen, haben die gemacht und, ja. So kam man erstmal, kein Thema, bis es die Sache aus der Welt ist. Ja, was gibt's noch Thema? Ja, Thema. Sex brauchen wir nicht. Sex haben wir jeden Tag. Die Leute wollten deinen Track nochmal hören, deswegen habe ich nochmal. Ich soll ihn im Hintergrund anmachen. Ich habe nochmal angemacht. Ich habe nochmal einmal den Chorus hören hier. Auf die netten Nachbarn. Ja, auf die netten Nachbarn. Berlin ist meine Bitch. Ganz schön dreckig, aber ich. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Das ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Berlin ist meine Bitch. Das ist geil, ohne Scheiß. Da hast du echt Daniel nicht echt ein Zeug reingesteckt. Also du hast es echt gut gemacht, muss ich mal sagen. No homo. Ja. Falls wir jetzt nachher das Video beenden und danach... Fett, Bruder, Sie finden es gut. Also, wenn ihr das gut findet, dann macht mal einfach einen Daumen hoch oder irgendwie. Ja, mach mal einen Daumen hoch. Einen Daumen hoch kann man nicht machen, Daumen hoch. Weil das kann man hier einfach machen. Kann man hier irgendwas einfach machen? Ein Smiley, macht mal ein Smiley oder irgendwie sowas. Macht einen geilen Smiley. Dass man sieht, dann sehen wir, wie viele Leute das gut finden oder so, weißt du? Also, wenn ich sage, schon. Und wenn ihr es scheiße findet, dann... Macht eine böse Smiley, ganz einfach. Ja, ganz einfach, wirklich. Also, wenn es euch das Lied gefällt, macht einen Smiley, der am Lachen ist. Und wenn es euch nicht gefällt, macht einen Smiley, der sehr böse guckt. Dann wissen wir den Unterschied. Ja, oder? Ist doch ganz einfach. Ja. Also, die schreiben alle gut. Und wir sollen Stepptanz machen. Nein, machen wir erstmal nicht. So, mit 18 Karat bist du gut, ne? Ja, 18 Karat ist ein Bruder von uns. Und wer sagt jetzt Schussgeld wieder, ist nur Hurensohn. Ganz einfach. Thema. Was heißt Thema? Falls ich morgen zufälligerweise wieder auf Rap-Abtisch oder wie heißt es nochmal? Rap-Sisch oder wie das heißt? Rap-Update, die dir immer Zuschauer beschaffen oder nicht? Okay, diese Plattform, was über Rapper. Ja, Rap-Tastisch oder so. Tut mir einen Gefallen, bitte, bericht was Vernünftiges, ja. Schreibt nicht morgen, ja, Ahmed Miri macht jetzt die Musik und tralala. Ich mach's nur aus Spaß. Mehr ist es nicht, aber diese... Ja, Rap-Update meinst du nicht? Ja, beide, alle Plattformen. Alle Plattformen, ja. So, auf jeden Fall, das Lied wird eine Rapper das machen, heißt SVD. Und ich werde nur eine kleine Strophe mitmachen. Mehr ist es nicht. Das war's. D-I-Q-B schreibt Patronen, bitte bete für meinen Sohn, 5 Jahre. Okay, ich bete auf jeden Fall für deinen Sohn, Bruderherz. Ich hoffe, denen geht's gut. Viel Gesundheit, gute Besserung, falls er hoffentlich, dass er krank ist. Wenn er krank ist, wünsche ich denen gute Besserung auf jeden Fall. So. Ja. Ey, die Leute sind so dumm, wirklich, was die für Sachen reinschreiben teilweise. Ja, deswegen lese ich gar nicht vor, oder? Lies einfach dumme Sachen lesen. Ich habe dumme Sachen vorgelesen. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Ja. Und ich habe das ehrlich gesagt auch noch gemacht, um dir halt hier eine kleine Hilfe zu geben und dir ein bisschen die Kommentare vorzulesen. Aber
Lies einfach Kommentare, die ich so morgen heute antworten kann. Ja. Wirklich, meine Meinung ist klar. So, aber ich denke auch, wir können langsam zum Ende kommen. Ja. Was sagst du? Ich muss mal erst gucken, der hängt jetzt hier gerade bei mir, der Stream. Ob das jetzt nur bei mir hängt oder ob das grundsätzlich hängt. Warte mal. Doch, der hängt. Ich weiß nicht, du kannst ja mal weiterreden. Ich gucke mal, ob der Stream. Ja, es hängt vielleicht wahrscheinlich, falls ihr mich hier vor Ort sieht, beobachtet. Satt. Ja. Satt sind wir auch, oder? Nee. Ja, satt sind wir. Ey, könnte ich wieder was essen. Ich könnte einen Döner essen noch, ehrlich gesagt. Echt? Ja, aber der Döner, der macht um 5 zu. Echt? Ja, anscheinend hast du dich in einem anderen Fenster angemeldet, okay. Wollen wir mal zu gucken. Wir warten noch. Wie das hier läuft. Wir gucken mal. Ansonsten, wie gesagt, kann man es auch einfach jetzt verabschieden von den Leuten. Ja. Falls es jetzt nicht was abgebrochen ist, ich verabschiede mich auf jeden Fall. Es hat mich Spaß gemacht, euch so, ne, zu unterhalten mit ja. Daniel Geister. Und ja, Geister heißt du. Wie heißt der Nachname? Ja, das ist schon richtig. Mein Channel heißt Karaoke, das ist viel interessanter. Ja, dann sag das mal bitte auf. Komm, schieß mal los. Ja, hab ich ja schon tausendmal gesagt. Nochmal, komm. Karaoke Universe. Also ich poste, ich verlinke das einfach. Ja, da verlinke das. Ich verlinke es dann wahrscheinlich einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch. Und du kannst jetzt auf deinem Handy bei YouTube live gehen in Zukunft. Deswegen warst du nämlich eigentlich hier, damit ich dir das einrichte. Ja, und ich weiß. Jetzt bin ich mit in dem Video gelandet. Ja. Schön. Nächstes Mal bist du auf jeden Fall hinter der Kamera, wa? Ja, nein. Aber jetzt ist es eh zu spät. Ja, sorry, falls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich fand's lustig. Nächstes Mal machen wir mal hinter so eine schöne... Ich hänge mal ein paar Platten auf. Ja, wir hängen ein paar Platten hinter denen, damit es ein bisschen auch vom Architektur hier gut aussehen werden sollte. Bin auch ehrlich gesagt. Ich hätte es mal vorher machen sollen, meine Schenke. Nein, nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Wir sind da immer noch hier. Wir sterben nicht, wir leben noch. Ja. Ja. Also dann, auf jeden Fall, schönen Abend, gut. Schlaf gut, ich bin auch krass müde. Ich muss auch langsam im Bett, morgen früh aufstehen, die Kinder nach Hause bringen. Nach zum Schule bei nicht. Ich verabschiede mich. Was geht ab? Dankeschön für die Zuschauer, für den Livestream, die uns verfolgt haben. Bis bald. Danke. Bis bald. Ciao.